Das Video ist nur für Frauen. Ja klar, an alle Männer, ist nur für Frauen, wirklich. Dieses Video ist jetzt nur für Frauen. Ganz klar, du wirst dir natürlich denken, aber das will ich jetzt wissen, was der da sagt. Natürlich. An alle Männer, herzlich willkommen. Das Video ist auch für euch. Heute geht es um das wirkliche Potenzial in uns. Und das ist halt einmal eine weibliche Geschichte. An alle Frauen, ihr seid diesem Potenzial, diesem weiblichen Potenzial von Natur aus viel näher. Ihr seid viel näher dran. Wir Männer haben ein bisschen einen weiteren Weg zu diesem Potenzial zu kommen. Wir können das auch. Aber ihr Frauen seid von Natur aus näher an diesem Potenzial. Was ist das für ein Potenzial? Man sagt ja immer, hinter jedem erfolgreichen Mann steckt eine Frau. Ha! Man könnte es so sagen, jeder erfolgreiche Mann versteckt hinter sich eine geniale Frau. Ja, so ungefähr kann man so sagen. Das Weibliche in uns, das war das, was wir jetzt langsam einmal endlich finden sollten, weil das macht uns perfekt, das macht uns vollkommen. Was ist das? Das ist die Eigenschaft, etwas sein zu lassen, etwas fließen zu lassen. Die Dinge zu beobachten. Lachen zum Beispiel ist eine weibliche Eigenschaft. Locker sein ist eine weibliche Eigenschaft. Die weiblichen Eigenschaften in uns, die brauchen wir unbedingt, weil wir sind so männlich orientiert momentan, dass es fast schon wehtut. Immer noch mehr Ziele brauchen wir. Immer noch mehr Engagement brauchen wir. Dabei wäre die weibliche Seite vom Engagement das Entspannen, das Ausrasten, das in die Ruhe kommen, das wieder loszulassen, das wieder sein zu lassen. Erst nachher wird es rund. Und wehe, wenn du oder ich oder andere Menschen dieses weibliche Potenzial in uns endlich nutzen. Nachher steigen wir von 20% Potenzial, was wir derzeit nutzen, auf 100%. Es ist wirklich die Mehrheit vom Potenzial, was das weibliche Potenzial ausmacht. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie sich Frauen hinter etwas verstecken. Hinter Männern zum Beispiel. Sie trauen sich's nicht zu, dass sie es können. Sie trauen sich's nicht alleine zu machen. Sie müssen immer wieder doch noch fragen. Ja, traut's endlich. Weil wenn es die Weiblichkeit in euch nicht zulässt, nachher lebt ihr auch 20 oder 10 oder 25% von eurem Potenzial. Die weibliche Seite in uns fühlt, spürt und erkennt die Dinge. In der Nacht zum Beispiel ist die weibliche Seite in uns aktiv. Das heißt, schlafen, loslassen, mit dem Gesamten verbinden, eins sein. Am Tag ist wieder eher das Männliche in Aktion. Und wir müssen am Tag dieses Weibliche dazu nehmen. Zum Beispiel präsent sein, da sein, nur den Augenblick genießen, nur diesen Moment nehmen. Das wäre die weibliche Seite. Die Gegenwärtigkeit annehmen, die Dinge annehmen, wie sie sein, wäre die Weiblichkeit. Wenn wir uns mit Zielen beschäftigen, mit der Zukunft, mit der Vergangenheit, das ist manchmal auch wichtig. Gar keine Frage. Nur das ist die männliche Seite, das ist die Zeitform, das ist die männliche Seite. Nehmen wir die gegenwärtige Seite dazu, die präsente Seite, die Gegenwart, die Jetztzeit. Nachher haben wir die gesamte Zeit erfasst. Nachher haben wir die wichtigste Zeit erfasst, weil alles entsteht aus einem gegenwärtigen Moment. Und es ist kein Zufall, dass die Frauen seit Menschengedenken, schon seit 3000 Jahren vor Christus, gibt es schon Schriften, wo die Frauen wirklich in der breiten Gesellschaft unterdrückt worden sind. Ja, warum? Ganz logisch. Die Herrscher und die Führer, die haben schon gewusst, wehe, wenn die Menschen erkennen, dass die weibliche Seite oder die Frauen mehr Potenzial oder näher am wirklichen Potenzial sein. Wehe. Und das passiert fast bis heute. Wir sagen, oder die Gesellschaft sagt ja die Frauen, es seid noch zu wenig schön, es müsst abnehmen, es müsst noch das tun, nachher seid ihr vollkommen und perfekt. Aber der Zustand trifft nie ein, weil wir sagen den Frauen die ganze Zeit, sie seien noch nicht gut genug.
sie müssen sich noch schöner herrichten, anders herrichten, ein bisschen operieren lassen und, und. Hör mal endlich auf mit dem. Und da habe ich eine schöne Übung für dich. Mann und Frau, sag öfter am Tag zu dir, ich bin. Wenn du das sagst, dann sprichst du die weibliche Seite in dir an. Mit dem kann der Kopf, das logische Denken, die Ratio, ist ja auch männlich, nichts anfangen. Wenn du sagst, ich bin, dann sprichst du die weibliche Seite in dir an. Und je öfter, dass du das tust, desto stärker wird dir, desto kräftiger wird dir, desto kraftvoller wirst du. Sag zu dir, ich mag mich. Ich nehme mich so an, wie ich bin. Wenn du das kannst, dann ist deine weibliche Seite aktiv. Tu das so oft wie möglich. Und sag nicht, ich bin noch zu wenig, ich bin noch zu klein, ich weiß noch zu wenig, ich muss das noch. Nein, du bist schon gut, so wie du bist. Du bist in Ordnung. Dein Potenzial ist seit Kind an hinterlegt, von Natur aus. Schöpf's endlich aus. Und an alle Männer, findet den Zugang zu eurem wirklichen Potenzial und verbindet die männliche mit der weiblichen Seite. Verbinden wir in der Natur einfach Tag und Nacht, Kälte und Wärme, Winter und Sommer. Verbinden wir einfach Plus und Minus. Nachher sind wir im Fluss, im Flow. Dann tun wir uns viel, viel leichter. Wir spüren und denken. Wir erkennen und analysieren. Aber wir sehen die Dinge immer im Ganzen. Wir erkennen und müssen nicht alles verstehen, aber wir begreifen. Und mit dem können wir heute anfangen. Warum auf morgen warten? Jetzt. Ich bin.